beweisen Sie erstmal Ihre Fachkompetenz. Wenn Sie mir solche Fragen stellen, dann sind wir sowieso nicht mehr miteinander adäquate Gesprächspartner. Mhm. Was genau bräuchten Sie denn, dass es für Sie fachkompetent wird? Oh, jetzt legt sie mich aber schon rein, ja. Medienkompetenz zum Beispiel sollten Sie ausstrahlen. Was genau verstehen Sie darunter? Das werden wir ja dann lernen hier noch, auch, ja, heute Abend. Okay, so mit Ach und Krach, ne? So, schöne Technik. Es ist die ganz banale, einfache Rückfrage. Jawohl, ja, jeder kennt sie, wer benutzt sie? Ha? Eigentlich sehr, sehr unterschätzt, die Rückfrage. Ein wunderbares Mittel, um wirklich mal tatsächlich geschickt abzulenken. Und es gibt da drei verschiedene Formen, zu denen wir gleich mal hier noch kommen. Sehr schön zu unterteilen, Definitionsrückfrage. Also ganz einfach, wie definieren Sie? Kann man sogar verwenden, wenn eine wirklich böse Beleidigung kommt, wie Sie Depp. Entschuldigung, wie genau definieren Sie denn Depp? Ja? Moment, es geht ja nur nicht darum, den Konflikt zu lösen, es geht nur darum, Luft zu kriegen in dem Moment, das Gehirn wieder runterzuschalten und kurz mal Zeit zu bekommen, zu überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich sagen? Ja? So, die Rückfrage nach einer Lösung, also was ich gerade mit ihm gemacht habe, wie sollte es denn Ihrer Meinung nach aussehen? Der Ball, den Sie zugespielt bekommen, den spielen Sie zurück, zack, mit der Rückfrage, wird aus dem Angreifer plötzlich der, der verteidigen soll, darf. Ja? Oder es kann natürlich auch eine Suggestivfrage sein, dass Sie tatsächlich schon mit in die Frage packen, das ist absoluter Bullshit. Ja? Wie kommen Sie zu dieser Fehleinschätzung? Ja? Woher diese unfassbare Idee? Die Rückfrage.